Mein Name ist Mansur, ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Tschetschenien, genau gesagt Grozny, dort wurde ich geboren. Und ich lebe schon fast 10 Jahre in Österreich. Wir machen so ein Musikvideo für Rap. Ohne Witz. Und ich lade meinen Ballermann und ficke dich. Denn du siehst aus wie dieser Alberich. Denn ich lade dich. Ach, du ja, ich weiß, wer Alberich ist. Geh weiter. Bei manchen Tschetschenern ist diese Stereotype, dass sie sehr aggressiv sind, dass sie nur nach Stress suchen. Geborene Hooligans oder geborene Kampfmaschinen, es ist bei einigen wahr, aber nicht bei jedem. Es gibt immer Ausnahmen natürlich und die kommen immer in diesen Zeitungen und Medien vor und dann hört man ja nur, oh, Tschetschener hat jemanden abgestochen, Tschetschener haben ausgeraubt, Tschetschener dies und das. Ich filme auch so die Gegend, Bruder. Und sie repräsentieren dann uns, aber der Großteil bleibt weg von der Bildfläche und davon wird auch nicht berichtet. Aber wenn mal sie etwas Gutes machen, das ist neulich vorgekommen, 3 Tschetschener sind in ein, ich glaube, brennendes Haus gelaufen und haben dabei auch Menschenleben gerettet und es wurden keine Tschetschener erwähnt. Ja, ich finde, es ist ein Mittel zum Zweck, um einfach nur diese Sensationsmaschine anzutreiben. Wenn mich etwas nervt und wenn mich, wenn ich denke, es ist nicht gut, dann halte ich Abstand. Ja. Also in den Aufnahmen sieht man einen sehr guten Freund von mir, er heißt Daud. Und er ist auch ein Tschetschener natürlich. Und wir kennen uns seit über 6, 7 Jahren. Und anfangs hat er mich nicht gemocht. Und das hat ein bisschen Zeit gebraucht, aber ich glaube, das ist eine Freundschaft fürs Leben. Er hat zufälligerweise genau in dem gleichen Ziel wie ich. Er will genauso Chirurg werden, er will auch Medizin studieren. Noch so unnötige Aufnahmen. Also. Das ist meine Mutter, sie heißt Inna. Und ja, im Video sieht man, wie sie kocht. Sie kommt nicht viel dazu, Essen zu machen, weil sie hat einfach keine Zeit, weil sie viel arbeitet. Sie steht wirklich früh auf, kommt dann nachmittags nach Hause und ist wirklich sehr erschöpft davon und kann wirklich und will, glaube ich, überhaupt nicht zu essen machen, weil sie wirklich so erschöpft ist, dass sie sofort schlafen geht. Meine Mutter ist auch sehr klug, aber das Potenzial, ihr Potenzial zu zeigen, hatte sie nicht die Chance, weil also ein Zertifikat von Russland hat ja hier keine Bedeutung und nostrifizieren kann sie jetzt auch nicht mehr. Deswegen musste sie hart arbeiten, um überhaupt dorthin zu gelangen, wo wir heute sind. Meine Mutter ist sehr ambitioniert. Als wir in Österreich angekommen sind, hat sie wirklich versucht, das Beste für uns rauszukriegen. Sie hat uns so viele Möglichkeiten geboten, wie nur möglich. Hat uns versucht, auch mit guten Menschen in Kontakt zu bringen, uns zu beschäftigen, uns was beizubringen. Ich war auch im Hort. Ich interessiere mich für Biologie und Chemie und so weiter. Und also ich will auch genauso, wie gesagt, Medizin studieren, ich will Chirurg werden und ich wollte das, seitdem ich 13, 14 Jahre alt wurde. Ich denke, es ist ein wirklich erstrebenswerter Beruf und wenn ich das mal geschafft habe, ein bisschen Erfahrung sammeln und dann mich bei Ärzte ohne Grenzen anmelden. Natürlich sind jetzt noch immer weit Träume, aber ich will, wenn ich das geschafft habe, ist mein ultimatives Ziel einfach nur, irgendwie Menschen zu helfen. Es ist ja so, nicht Geld macht glücklich, sondern Menschen helfen macht glücklich. Und es macht mich glücklich, Menschen zu helfen. Mama, ich bin stolz und ich bin froh, dass ich dich habe. Und ich denke, ich habe das größte Glück meines Lebens, überhaupt dich als Mutter zu haben. Denn ich bekomme viel mit und mehr kann man sich nicht wünschen.